Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Hier geht es darum, wo ich aktuell Probleme habe, was in nächster Zeit kommen wird und ja, wahrscheinlich labere ich auch so noch ein bisschen rum. Also, bis gleich. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wie ihr seht, spiele ich jetzt mal gerade hier Mario Kart Online, Schlacht ein bisschen. Es geht aber hier eher um, ja, was in nächster Zeit hier auf dem Kanal passiert, beziehungsweise wo ich gerade Probleme habe. Denn das Ganze, ich muss gerade mal den Sound ein bisschen leiser drehen für mich. Das war falsch leiser. So, weil ich war eigentlich gestern eine Folge des Sword of Ditto aufgenommen und das Problem war jetzt, dass ich da Game-Breaking Bugs hatte, und zwar in dem Folge, dass ich wollte eine Dungeon aufnehmen und bei dieser Dungeon musste man vorher so ein, das war eine Spielzeug-Dungeon, musste man vorher so eine Lampe anboxen, da mit dem Schwert, man kennt das ja, und das ging nicht. Also diese Lampe hat sich halt nicht bewegt. Ja, also die hat sich bewegt, aber die ist nicht angegangen und dadurch ist die Dungeon-Tür nicht aufgegangen. Und das Witzige an dieser Geschichte ist, das hatte ich jetzt das zweite Mal. Ja, also die nämlich in der gleichen, da habe ich gedacht, na gut, dann nimmst du eine andere. Und dann hatte ich eine andere genommen, eine andere Dungeon. Und da war das gleiche in grün. Ja. Ging auch nicht. Also das war identisch, ich konnte zwar in die Dungeon rein, aber man konnte da so einen Schalter umschießen, der da im Prinzip etwas in Gang gesetzt hatte. Und ja, das ging halt nicht, ne? Das war nicht möglich. Und somit ist jetzt die Folge, also ich sag mal, der Spielstand, ja, den kann ich nicht mehr weiterspielen, Leute. Ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Und ich werde jetzt wahrscheinlich einen neuen Spielstand anfangen. Also ich habe auch schon im Internet gelesen, dass andere auch noch die Probleme hatten. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich, sage ich mal, die neuen Spielstand anfangen. Und dann eben halt, sag ich mal, ja, vielleicht nur die Dungeons aufnehmen oder so, Leute. Ich weiß es nicht. Das ist total bescheuert. Weil im Prinzip der Spielstand, den ich jetzt habe, den kann ich halt nicht verwerten. Ne? Das ist halt einfach so. Also deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich denke, ich werde dann einen neuen Spielstand anfangen und dann das Spiel relativ weit zocken und dann euch da die Dungeons zeigen oder so. Es ist halt ein bisschen blöd momentan. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ja, deswegen ist auch, kommt jetzt wahrscheinlich heute und morgen keine Folge des Words of the Tomb. Beziehungsweise könnte ich mal gucken, ob ich nicht vielleicht mache ich das sogar so, dass ich dann am Wochenende das einfach mal streame. So, und dann kann man sich das ja, wer da keine Zeit hat oder sonstiges, dann nochmal ganz angucken. Also das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen mit den Spielständen, dass dann halt, wie gesagt, da, ja, dass die halt weg sind und ich im Prinzip von neuem anfangen kann. Tja, das ist natürlich der ungünstigste Bug, den man haben kann, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was will man machen? Ne? Geht ja nicht anders. So, und deswegen auch nur der Hinweis, dass jetzt vielleicht dann eben die nächste Zeit keine Folge des Word of Ditto erstmal so kommt, oder beziehungsweise heute oder morgen nicht, muss ich dann halt sehen. Ja, das ist das eine. Das andere wird sein, dass ich Videos mache. Ich habe jetzt letztens mal ein bisschen geguckt. Die E3 steht ja im Juni jetzt an und ich bin mal gespannt, was Nintendo da präsentieren wird. Die werden ja wieder keine Pressekonferenz machen oder ähnlich wie letztes Jahr werden sie ja einfach das, ja, ich sag mal, das Nintendo Direct Format wieder nehmen. Wo man vielleicht schon ausschließen kann, dass da vielleicht eine neue Switch-Version vorgestellt werden, aber dazu werde ich mein separates Video machen, was ich mir so wünsche und was ich ja eigentlich auch mehr erhoffe von Nintendo auf der E3. Dass vieles wird wahrscheinlich Wunschdenken bleiben, aufgrund des Formates, was die das da veranlassen. Und ja, genau, das ist so, was auch noch kommen wird. Dann werde ich definitiv noch mit meinem Sohn die Serien weiterdrehen, mit Yoshi. Also ich werde mal gucken, dass wir so ein Play-Together-Titel bekommen. Und ja, jetzt haben wir Yoshi, den wir noch durchspielen werden. Also wenn wir es schaffen, uns da irgendwo einigermaßen durchzukämpfen. Leute, das ist echt super schwierig, mit zwei Leuten bei Yoshi da zu steuern. Also langsam geht's ja so ein bisschen. Die erste Folge war ja wirklich eine Katastrophe. Aber ist echt Wahnsinn.
dass man, also es ist echt nicht so leicht. Es sieht leichter aus, als es ist. Und ja, aber da werden wir bestimmt nochmal in die nächsten Folgen aufnehmen. Jetzt vielleicht am Wochenende mal ein, zwei. Und dann werden das so zwei, dreimal die Woche, denke ich mal. Je nachdem, wie er auch natürlich Hausaufgaben aufhat und wie er Zeit hat, werden wir das dann aufnehmen, das Ganze. Und wenn wir noch andere Play-Together-Titel raussuchen, dann muss ich mal gucken, was es da noch gibt. Aber erstmal haben wir ja mit Yoshi noch einiges zu tun, auch wenn der Titel nicht mehr aktuell ist, haben wir den beiden halt noch nicht gespielt. Und deswegen ja, haben wir Bock drauf, werden wir auch machen. So, jetzt versuche ich den zu erwischen hier. Oh, viel zu weit. Ja. Wunderbar, habe ich einen erwischt. Ich finde dieses Spiel von Mario einfach ziemlich cool. Also hier diese, gerade hier diese Schlachten oder so, kann man wirklich, spielen wir sehr oft hier zu Hause bei uns, ja, mit meinem Junior, und da habe ich ja noch zwei Töchter, die da auch noch ein bisschen spielen. Das macht echt Spaß. Und ja, dann Dragon's Dogma werde ich jetzt auch weiterspielen. Das werde ich zwei, dreimal die Woche schaffen. Ist natürlich so ein Riesenspiel, ne? Das muss man einfach auch mal so sagen. Das Ding ist natürlich riesig und ich muss mal gucken, ob ich das nicht auch irgendwie zusammenfasse. Das Problem ist, ich kann nicht nur die Hauptmission spielen, weil dann fehlt mir später für die Hauptmission einfach das Level. Dann schaffe ich die Hauptmission halt nicht, wenn ich auch die Nebenmissionen, oder wenn ich nur die Hauptmission spielen, so rum, wollte ich das sagen. Also von daher, entweder werde ich mal, wie gesagt, die Nebenmissionen einfach spielen, offline halt, um nachher das gewisse Level zu haben für die Hauptmission. Da weiß ich noch nicht. Da muss ich mir jetzt nochmal Gedanken machen, wie ich das mache. Aber das wird auf jeden Fall auch kommen. Wie gesagt, ich mache gerade noch so einen Plan, Kanalplan. In den Kanalinfos findet ihr schon, wann ich welche Folge bringe. Also bei Time at Porsche kommt jeden Tag um 10. Und das wird auch erstmal so bleiben. Ja, weil das ja natürlich immer so das Main-Spiel ist hier auf dem Kanal, also aktuell zumindest. Und ich daran auch richtig doch Spaß habe, muss ich sagen. Wobei heute, naja, die habt ihr dann, wenn vielleicht schon gesehen, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt von heute, Leute, dann guckt euch die an. Es ist auch ein super, irgendwie war gestern der Tag der Bugs bei mir, auch ein Bug aufgetreten, super, super ärgerlich, so dass ich auch Spielstände verloren habe. Und ja, guckt euch das mal an, wenn ihr noch nicht geguckt habt. Wie gesagt, ist mega ärgerlich. Also gestern, also ich nehme das ja mal einen Tag vorher auf, war irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, erst diese Sword of Ditto, dann My Time at Porsche, ja. Super, super nervend. Ja, sonst hatte ich jetzt eigentlich auch, glaube ich, gar nichts mehr so großartig. Ah doch, ich habe ja noch hier meinen Controller, den ich getestet habe, hier diesen hier. Den spiele ich aktuell nicht. Spiel gerade was anderes. Spiel halt wieder den Pro-Controller hier ganz normal. Und da kommt auch noch ein Review zu, den, ich weiß nicht, ich habe für den bezahlt 20 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem der ist. Gamepad Wireless. Und ja, da komme ich dann einfach mal drauf. Mache ein Video zu, ob der sich lohnt oder für wen den sich lohnt. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch am Wochenende machen, sodass es für nächste Woche online geht. Und ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt nochmal vorhabe für die nächste Zeit. Auf jeden Fall mit meinem Sohn noch ein bisschen zusammenspielen. Das macht schon mega Spaß mit dem. Der kann sich ja herrlich über jeden Mist, sage ich mal, amüsieren, so wie mit dem Hund. Der ist halt einfach, dann lacht er drauf los, finde ich super. Ja, macht immer Spaß. Also Play-Together-Titel finde ich eh irgendwie interessanter. Und deswegen haben wir ja auch die Switch-Version, damit wir ja auch, sag ich mal, kindergerechte Spiele auch spielen können. Gibt es natürlich für Xbox und PS4 auch. Aber ja, gut. Ich sag mal, die Switch ist ja schon auch eher an die jüngere Generation gerichtet, obwohl ich die auch super gerne spiele. Ich bin mal gespannt, was Nintendo macht mit den neuen Versionen, weil so, jetzt mal, vielleicht kann ich ja hier noch was zu sagen. Ich finde persönlich, das ist jetzt so eine persönliche Meinung, die Switch, wie sie jetzt so raus, also die Switch-Version, die es jetzt gibt, also ich finde die jetzt nicht mega stark, also von der, ich sag mal, also von der Technik her, ne? Also ich finde die sogar ein bisschen leistungsschwach, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn wir uns die heutige Technik mal angucken. Und bin ich der Meinung, dass die Switch damals, wo sie rausgekommen ist, hätte besser sein können. Und ja, jetzt wird, man weiß ja nicht, es sind ja nur Gerüchte, ob eine Pro-Version kommt oder auch nicht, ne? Das ist ja, sind ja nur Gerüchte. Aber ja, da werde ich mal ein separates Video zu machen. Ja, ansonsten finde ich, es ist eine mega Konsole. Also ich spiele ja sonst PC,
Oder komme ja aus der PC-Welt eigentlich erstmal und dann noch Xbox sehr viel. Auf der Xbox also primär habe ich die, ich sag mal, gerade das FIFA Ultimate Team spiele ich da häufig. Und ja, PlayStation 4 hatte ich halt vorher gespielt, Xbox habe ich gewechselt, weil viele von meinen Kollegen auch Xbox hatten und wir dann mal zusammen zocken konnten. Und na gut, dann deswegen bin ich dann auf die Xbox gegangen. Und aber ursprünglich ganz, ganz früher eigentlich alles nur PC, PC-Games. Deswegen mit Controller und Schießen, das sieht man ja vielleicht bei meinen Fortnite-Videos, da arbeite ich noch dran. Ja, Leute, ich habe jetzt auch nicht großartig mehr zu sagen. Das sollte jetzt eigentlich nur ein Ersatzvideo sein für Six Words of Ditto, damit ihr wisst, warum das überhaupt nicht kommt. Ja? Also, dass es jetzt wieder kommt, aber dass ich erstmal wahrscheinlich vorspielen, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich werde mir was durch den Kopf gehen lassen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis dann, ciao.